Hey, du solltest doch dieser Döskopf sein, nicht wahr? Ich bin berühmt, man kennt mich. Ja, das bin ich, aber großartiges Timing. Unser Bürgermeister sucht nach dir. Und er wollte schon ein Suchteam zu allen vier großen Regionen ausschicken, nur um dich zu finden. Der Bürgermeister dieser Stadt? Wofür? Und warum mich? Ich werde das mal am besten ihn erklären lassen. Oder ich werde am besten ihn dir die Details erklären lassen. Fürs Erste, bitte geh doch mal und triff ihn in dem Haus neben dem Pokémon Center dieser Stadt. Okay. Gut, also. Ich muss dann mal gehen. Ich bin ein wirklich sehr, sehr beschäftigter Mann. Wir sehen uns später. Spielst RP oder was? Nee. Roleplay oder was? Nee. Und was meinst du? Ich mach. Nee, ich lese bloß vor und übersetze. Für die, die das Englische nicht verstehen. Was? Sei vorsichtig. Was das Feuer? Der Venen? Der Dorfbewohner angeht? Was? Was? Wer kann das mal ein bisschen besser übersetzen? Ist kein Problem, ich kann auch auf Englisch antworten. I can respond in English too, if something is unclear. Ah, das hier. Ja, ich hab ein paar T-Shirts, wo Deskop draufsteht. Ich habe auch ein paar Mützen, wo Deskop draufsteht. Aber nur so zum Spaß. Nicht als Merch. Nur so zum Spaß. Ich liebe wirklich diese Insel. Ich werde meinen ganzen Sommerurlaub hier verbringen. Hohoho. Lass die Nina in Ruhe. Meine Eltern werden mir nicht erlauben, ein Pokémon-Trainer zu werden. Und sie kaufen mir auch kein Telefon. Dieser Junge da drüben, es hat ja so ein Glück, dass er in der Lage ist, Pokémon Virtue Go auf seinem Telefon zu spielen. Es sieht so aus, als würde das Kind, was da drum läuft, Pokémon Virtual Go spielen. Ein virtuelles Pokémon-Fangspiel, das man auf einem Telefon spielen kann. Dieses Spiel ist meine Erfindung, musst du wissen. Ja, Pokémon Go. Verbringen ist to spend. Ja, ist richtig. To spend time, es heißt Zeit verbringen. Was willst du, hä? Stör mich bitte nicht. Ich suche nach einem Pokémon. Also ich meine einem virtuellen Pokémon. Ja, meine Eltern erlauben es mir nicht, ein echter Pokémon-Trainer zu werden. Also kann ich nur ein virtueller Pokémon-Trainer werden. Ich habe keine Ahnung, warum die Eltern heutzutage ihren Kindern nicht erlauben, Pokémon-Trainer zu werden. Pokémon-Trainer zu sein ist doch so sicher, ne? Du läufst rum mit kleinen Drachen und eroberst die Welt als Zehnjähriger. Was? Schläft. Wo habe ich Psyduck gekauft? Ach, das hier? Weiß ich gar nicht mehr. Das gehört eigentlich meiner Schwester. Also das ist schon so alt, ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Lisa, willkommen zu der Vulkanstadt, wo deine Träume Träume bleiben werden.
Und du dank der Lava verbrannt werden kannst. Welcome to the town where dreams will stay your dreams. Ah, oh, das ist geil. Oh, Questguru. Hola, amigo. ¿Cómo está? Ich bin die richtige Person zum Ansprechen, wenn du deinen Vulkan Island Quest Progress resetten willst. Nee. Nein. Ich will meine Quests nicht resetten. Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich spiele die Story und die Events und sowas. Und ab und zu mal mache ich jetzt letzte Zeit ein paar Bosskämpfe. Aber Shiny Hunting, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hast du keine Angst, direkt neben einem Vulkan zu leben? Was? Nein, wir werden nicht... Unser Wille wird nicht gebrochen werden. Okay. Wiederbelebbar. Oh, da ist eine Höhle. Ich sehe eine Höhle. Lass mich rein. Ich untersuche zurzeit diese Wand. Vor ein paar Tagen ist unser Team hineingegangen, um das Gebiet zu erforschen. Hinter dem Wasserfall. Leider ist der Zugang zu der Höhle kollabiert, eingestürzt. Und ich wurde zurückgelassen. Ich möchte diesen Pfad aufräumen, klar machen. Aber ich muss immer noch ein paar stark aussehende Pokémon hier in der Gegend untersuchen. Wie wäre es? Du untersuchst diese Pokémon und sammelst ihre Daten, während ich diesen Pfad hier freimache. Alles Klärchen, Schokobärchen. Großartig. Also es gibt 7 starke Pokémon auf dieser Insel. Du wirst sie an ihren blauen Namen erkennen. Die haben wir schon gesehen, ein paar. Okay. Shiny Togekiss? Habe ich ein Togekiss? Nee, das ist... Das hier? Das ist ein Reittier. Das ist kein Shiny Togekiss. Du kannst... Also, das ist a Mount. Like Houndoom Mount. You know? And Togekiss Strawberry Mount. Das ist vom... Ich glaube vom Oster-Event, oder? Ich glaube, das war das Oster-Event. Sailor Marco. Ich kann dich überall hinbringen auf Vulkan Island. Kostet nur 1500. Nee. Lass mal stecken, Digga. Ich habe keine Kohle. Gibt's hier Pokémon? Nein. Gut. Was gibt's denn noch hier? Wo ist denn bitte der Major? Ist das der hier? Ahox. Ahox Residenz. Veronika. Hallo da. Oder Hallöchen. Mein Name ist Veronika. Und ich bin die Frau von Mr. Ahox. Es gibt da nur eine Sache, die solltest du über meinen Mann wissen. Ahox ist ein wirklich super Bürgermeister. Er arbeitet mit seinem ganzen Herzen für das Wohl nicht nur dieser Stadt, sondern aller anderen Vulkaninseln auch noch. Ich liebe seine Persönlichkeit und wie er sich um Dinge kümmert. Das hat ja richtig geschwärmt von dem. Hallöchen, ich bin Ahok, der Bürgermeister dieser Stadt. Kann ich dir irgendwie helfen, junger Mann? Punkt. Oh, du bist also Döskop. Ja. wie ich sehe, hat dir mein Assistent gesagt, dass du dass du zu mir kommen sollst. Okay, also ich habe wirklich viel über dich gehört. Wow. Was soll das?
triregionaler Champion. Ich bin quadroregionaler Champion. Wir haben alle vier Regionen gemacht. Was soll das? Der dreiregionale Champion, der erfolgreich die kriminellen Teams aufgehalten hat, sowie Team Rocket, Team Aqua, Team Magma und davon abgehalten hat, etwas anzurichten, das einen negativen Impact auf die Pokémon-Welt gehabt hätte. Aber nun sieht es so aus, als wären Team Aqua und Team Magma wieder zurück. Sie haben diese Insel entdeckt. Und ich glaube, sie planen etwas Schreckliches. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Deine Hilfe. Vor 2 Tagen habe ich mehrere Berichte erhalten, dass Leute, die rote Anzüge tragen, ein paar verdächtige Aktivitäten auf der... Moment. Im Bereich des Sommerberges auf dieser Insel unternommen haben. Die Satzstruktur ist manchmal ein bisschen merkwürdig, ne? Also, dass ein paar Leute hier komische Sachen anstellen. Ein paar Stunden später habe ich noch mehr Reporte oder Berichte erhalten. Dieses Mal waren es Berichte über Leute, die blaue Anzüge tragen, während sie merkwürdige Tätigkeiten auf mehrere Tätigkeiten in der Kalliodo im Kalliodo-Gebiet ausübten. Kalliodo-Gebiet. Nachdem ich ein paar... Was ist das denn bitte? Recherche? Recherche? Ha! Tippfehler! Tippfehler! Nachdem ich ein paar Nachforschungen betrieben habe oder angestellt habe und ein paar Untersuchungen durchgeführt habe mit der Hilfe meiner Assistenten, habe ich herausgefunden, dass es sich hierbei um Team Aqua und Team Magma handelt. Ja. Du musst für mich diesen Fall untersuchen. Bitte finde heraus, was sie planen und stoppe sie, falls es etwas ist, das einen negativen Impact auf diese Insel haben könnte. Wirst du mir helfen, Döskop? Nein, ich habe Urlaub. Natürlich. Natürlich helfen wir. Das ist ja großartig. Danke dir so. Danke dir vielmals, Döskop. Ich verlasse mich auf dich. Bitte lass mich nicht im Stich. Oder bitte enttäusch mich nicht. Bitte enttäusch mich nicht. Ach, immer muss man alles selber machen, ne? Dann gibt es nicht mal eine Karte von der Insel. Keine Karte von der Insel. Ach, da sind sie ja schon. Wobei, das sind Cosplayer. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um das zu entschlüsseln. Ihre Lieblinge sind 7. Moment. Muss ich mir aufschreiben? Müssen wir Platz machen? Ich habe mir hier einen Salat besorgt. Und ein paar Fruchtzwerge für später. Und die stehen gerade wunderbar auf meinem Buch oben drauf. So, Buch. 7, 3, 2, 1 und 7, 4, 1, 2. Und wir wissen zwischen 20 und 21 Uhr. Wir müssen dann zurück zu der Fahrradfahrerin. Oh, was ist denn hier los? Unsere Tochter braucht mal einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf. Ich kann ihr Benehmen einfach nicht ertragen. Oder nicht aushalten. Blend Yonis? Was soll das denn heißen? Bend Yonis, verstehe ich. Also Bend Yonis heißt quasi, geh auf die Knie, ne? Also krümme dein Knie. Knie nieder. Was heißt denn bitte Blend Yonis? Im Blender? Im Mixer? Blend Yonis. Mixe deine Knie. Was?
Die spinnt doch, die Olle. Meine Großmutter sagt immer, dass du kein positives Leben und einen negativen Verstand haben kannst oder eine negative Aussicht. Was quasi heißen soll, wenn du ein schönes Leben haben willst, dann musst du auch schöne Gedanken haben. So in etwa. Wusstest du, dass wir alle 10 Jahre ein Cosplay-Event, also ihr wisst ja, was Cosplay ist, ne? Also so ein Anime-Expo, Manga, wie heißt denn das? Ne, wo die sich alle verkleiden, ne? So ein Ding. Dass wir alle 10 Jahre so ein Cosplay-Event in dieser Stadt veranstalten? Ich bin schon bereit für das nächste. Okay, vorsichtig, wenn du dein Fahrrad oben in den Baumhäusern benutzt. Scht! Ich guck mir gerade eine Diskussion an. Okay. Es gibt da so einen Polizisten auf der Insel, der dafür berühmt ist, für sein verrücktes Verhalten. Keine Ahnung. Francisquito. Denkst du, dass Pokémon menschliche Experimente waren? Oder gab es sie schon auf der Erde bevor uns? Das ist eine gute Frage. In der Pokémon-Welt, waren die Pokémon zuerst da oder die Menschen zuerst da? Also, nach Pokémon-Lore wurde ja quasi alles erschaffen von Arceus, oder wie auch immer ihr den aussprechen wollt. Ne? Und das ist ja ein Pokémon. Und der hat quasi die Welt erschaffen und dann auch die Menschen erschaffen, oder? Also theoretisch gab es die Pokémon zuerst dann. Weil Arceus ja ein Pokémon ist. Ich wünschte, es gäbe eine Disco in der Stadt. Ich kann Berge mit meinen bloßen Händen zerstören. Glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Aber es gab mal so einen Pokédex-Eintrag. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich weiß nicht, ob das erste oder zweite oder vielleicht sogar dritte Generation war. Es ist schon ein bisschen länger, ja. Gab es einen Pokédex-Eintrag für Machomai. Also die letzte Form von Masholo. Masholo, Mashok, Machomai. Und da gab es einen Pokédex-Eintrag. Da stand, Machomai kann pro Sekunde, ich weiß gar nicht mehr wie viele, lass es vier Berge zertrümmern oder vier Berggipfel zertrümmern oder irgendein Unfug. Dazu, hä? Was? Wie? Völlig unrealistisch, oder? Fischkopf! Wir haben fast keine Pokébälle mehr. Wenn du welche kaufen willst, dann mach es jetzt. Nee, ich hab genug. Ich bin ja so glücklich, dass ich meine Frau zu dieser schönen Insel für unseren Honeymoon bringen konnte. Wie heißt denn Honeymoon auf Deutsch? Hochzeitsreise, oder? Sagt man einfach was Hochzeitsreise? Ich glaube. Dass ich meine Frau zur Hochzeitsreise auf diese wunderschöne Insel bringen konnte. Und das hier. Blumen? Ach, mein Ehemann ist ja so süß. Er bringt mich ja mit zu diesem wunderschönen. Er bringt mich zu dieser wunderschönen Insel für unsere Hochzeitsreise. So. Man nannte mich einst Mr. Nervös. Okay. Juckt mich nicht. Was? Denkst du auch, dass ich ein Space Diffamer bin? Was ist denn ein Diffamer? Was ist ein Space Diffamer? Weltraumverleumder. Ah. Jemand, der behauptet, dass es keinen Weltraum gibt.
Und vielleicht sogar noch ein Flat Earther, der behauptet, die Erde ist eine Scheibe oder sowas, ne? Level 15. Ich verstehe nicht, warum hier die Trainer teilweise Level 70 sind, Level 90 und dann manchmal Level 60 und dann wieder die Level 15 oder sowas. Was ist denn hier los? Macht doch gar keinen Sinn. Oh! Habt ihr das gesehen? Ein Level 15 Bisasam und dann ein Level 100 Darm. Wie heißt das? Darmanitan? Ich kann das nicht lesen. Darmanitan? Keine Ahnung. Aber ein Level 15er und dann ein Level 100er. Was? Spinnt ihr? E ist gleich m mal c Quadrat, mein Freund. Ja, ja, ja. Energie ist gleich Masse mal Beschleunigung hoch 2. Nee, T ist doch nicht Beschleunigung. C ist Lichtgeschwindigkeit, oder? C ist die Lichtgeschwindigkeit. Masse mal Beschleunigung, das ist. Das ist Kraft. Masse mal Beschleunigung ist Kraft. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit hoch 2. Ja, ist doch. Okay, warum sagst du es mir zweimal? Warum hat er das zweimal gesagt? Hat er gemerkt, dass ich mich vertan habe? Wollte er mich korrigieren? Ah, Price Vendor, das ist interessant. Wie kann ich Sommerpunkte bekommen? Indem du verschiedene Aufgaben für Challenger Rick ausübst oder unsere stärksten Trainer besiegst. Ein paar Spiele in der Vulcan Fair. Das ist wahrscheinlich so ein Vulkanfestival oder sowas, ne? Oder indem du in der Tour der Alto Mare teilnimmst. Okay, was gibt's denn für Belohnungen? Hüte? Oh, gibt's so viele, hä? Krass, nee, das interessiert mich aber gerade gar nicht. Dann gibt's noch spezielle Kosmetikgegenstände, spezielle Pokebälle. Und Miscellaneous, was ist das dann? Ach so. Reroll-Ticket, das ist wahrscheinlich für die meisten interessant. Denke ich mal. Okay. Oh Gott, wir haben komplett vergessen, zur Bikerin zurückzugehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, bitte. Das war jetzt wahrscheinlich schon ein Arsch. Nein, Bikerin. Oh, wie habe ich denn die Zeit so verpeilt? Ah ne, es ist gerade erstmal 20.02 Uhr. Okay, ich habe gerade auf die Local Time geschaut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Geh weg, geh weg. Stör mich nicht. So, wie weit bist du jetzt? Hä? Kann man die nur einmal ansprechen? Habe ich es verkackt, weil ich sie zu früh angesprochen habe? Nein! Oh, kann man die bloß einmal pro Tag oder so? Und ich habe die falsche Uhrzeit erwischt? Mist, ich habe extra die Nummern aufgeschrieben. Das ist jetzt ärgerlich. Probier's noch mal kurz mit raus und rein. Mist. Wahrscheinlich muss man das genau timen und es richtig erwischen. Und ich habe die schon zu früh angesprochen. Ärgerlich, aber na gut. Dann machen wir mal weiter. Mit dem... Oh. Wir sollten ja auch die Blauen ansprechen. Ich brauche nur seine Data. Oh nein, es greift an.
habe mir schon gedacht, dass es angreift. Haut ganz schön rein. Aber ganz schön, du. Nur noch 6 Pokémon übrig. Oh, aber das. Aber ich wurde geheilt. Das ist gut. Ich wurde automatisch geheilt. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück. Wir backtracken jetzt mal kurz. Und suchen nochmal die anderen blauen Pokémon auf, die wir schon entdeckt hatten. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alle an einem Stück schaffen, weil die wahrscheinlich noch ein bisschen weiter in der Insel drin sind. Aber die, die wir schon gesehen haben, die können wir ja schon mal mitnehmen. Ne? Gleich nochmal Feuer. Easy peasy. Lemon squeezy. Der hat seine Laterne verloren, ne? Wo man die finden soll. Das ist ein Elektro-Pokémon. Da können wir mit dem Golem drauf gehen. Earthquake! Oh, Hidden Power. Sehr effektiv. Was hat denn da für eine Hidden Power? Das ist ärgerlich. Das Golem wird jetzt sterben, aber Garchomp wird dann den Rest, denke ich, klären. Es müsste eigentlich auch schnell genug sein, glaube ich. Hoffe ich mal. Hat überlebt. Vier Pokémon übrig. Vier Pokémon übrig. Wo waren denn noch welche? Ja, war nichts. Da oben? Nee. Kann man jetzt hier was machen? Nee. Da ist theoretisch auch eine in Blau, aber ich glaube, die gehören zusammen, oder? Das zählt so nicht. Na doch, das geht. Da habe ich jetzt dummerweise vergessen, das Pokémon auszutauschen. Geowatz ist hier ein bisschen unpassend. Ja, ein bisschen unpassend. Okay. Ich überlege, ob ich erstmal Gift draufhauen soll. Nee, wir versuchen es gleich mit Feuer. Er ist schneller. Aber nicht so effektiv. Das wird easy. Burn, Baby, burn! Drei Stück noch übrig. War hier noch irgendwo eins? Ich glaube, nein, oder? Glaube... Oh, was? Boah, hat es geglänzt? Okay.
glaube, hier war nichts weiter. Der Xela ist online. Der wird bestimmt gleich auch hier im Chat auftauchen. Hier lang. Ich denke, ich könnte einen schönen Pokémon-Kampf gebrauchen, nachdem ich mich stundenlang nur entspannt habe. Oder ausgeruht habe. Hallo Xela, ich hab dich kommen sehen. Ich hab dich beobachtet. Ich glaube, die Pokémon, die ich suche, die sollten nicht auf der Insel sein. Die sollten im Wald sein, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier im falschen Bereich jetzt gerade rumlaufe. Und zurück zum Chillen. Das war genug Aufregung für einen Tag. Was ist denn hier? Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Du bist perfekt für ein kleines Aufwärmspielchen. Genug gemacht für einen Tag. Ja. Übrigens für die Leute, die jetzt hier vielleicht reingeschaltet haben, weil sie normalerweise am Freitagabend die Chili-Challenge erwarten. Heute wird keine stattfinden. Wir machen heute nur ein bisschen Pokémon. Dafür ist aber für Mittwoch... Was ist denn das? Ist es der 15.? 16.? Bin mir nicht ganz sicher. Für Mittwoch ist geplant, dass der Kufo vorbeikommt. Und dass wir dann zusammen die Death Nut Challenge machen. Also für die, die mich heute leiden sehen wollten, tut mir leid. Aber Mittwoch wird es dann richtig brutal. Death Nut Challenge. Mit 16 Millionen Skovil. Das geht dann richtig rund. Ich habe jetzt schon Angst. Heute könnte ich nur anbieten, dass ich vielleicht eine Habanero esse oder so. Auf meinem Balkon. Wobei da eine ganze Habanero auch ganz schön brutal ist, muss ich sagen. Ach so. Oder ich könnte einfach mal so eine Packung hier Triple Spicy machen und so nebenbei essen. Weißt du? Ohne Challenge. Also... Eine ganz normale Triple Spicy ist für mich ja mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Jetzt bin ich wieder demotiviert. Alto Mare, nee, ich denke, bin ich erstmal falsch. Alto Mare gucken wir uns später mal an. Wir suchen gerade die blauen Pokémon. Kann ich eigentlich schon hier nach rechts schwimmen? Oder ist das immer noch blockiert? Es scheint jetzt zu gehen. Das letzte Mal hat er mich schon hier vorne blockiert. Nee, es geht nicht. Okay. Ist ja gut. Blaue Pokémon. Da bin ich noch nicht lang gelaufen. Den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Die Brenda habe ich, glaube ich, heute verkackt. Ich wusste nicht, dass ich die nur einmal ansprechen darf. Also ich weiß, zwischen 20 und 30 Uhr, ich habe den Fehler begangen. Ich habe es in Echtzeit gemacht, also echte.
Local Time 20 bis 30 Uhr und nicht Poke Time 20 bis 30 Uhr. Da war Poke Time eben noch 19 irgendwas oder so. Und ich dachte, ja, dann komme ich halt in einer halben Stunde wieder, quatsch dann nochmal an. Und jetzt geht's nicht. Mhm, ne? Und ich habe auch schon einen Hinweis gefunden in der Stadt. Ihre Lieblingsnummern sind 7321 und 7412. Da muss ich quasi nochmal einen Tag opfern, um herauszufinden, wann diese Zeiten sind oder diese Zyklen sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Diese Runden. Also einfach mal, keine Ahnung, 20.05 Uhr herkommen, ansprechen und dann aufschreiben, welche Nummer das ist. Und dann davon dann die Rundenzahl weiterzählen und dann gucken, welche Uhrzeit das ist und dann am nächsten Tag wieder zu der Uhrzeit kommen. Voll anstrengend. Also ich denke mal, so funktioniert das Rätsel, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt das, was ich mir so zusammengereimt habe. Magma Grant. Oh, hier geht's dann weiter. Dann gucken wir uns erstmal die Cosplayer an. So ein paar Animal Geeks verprügeln, weißt du? Den haben wir auch schon besiegt. Polkadot. Drei blaue Pokémon fehlen uns noch. Drei. Mal herausfinden, wo die sind. Oh, das war zu weit. Hier ist übrigens der Hinweis. Es hat 5 Jahre gedauert, um das zu entschlüsseln. Ihre Lieblinge, also ich denke mal, ihre Lieblingsrundenzahlen sind 7321 und 7412. Jetzt siehst du mich. Und jetzt nicht mehr. Verdammt, wo ist er? Was ist das denn jetzt? Gib es zu, was ist du? Ach so. Gib's doch zu, du hast dich gerade in meinen Augen verlaufen. Ja? Oder verloren. Oh Gott. Ja, ich hab mich voll in deinen Augen verloren. Und deine Zähne, sie sind wie die Sterne. So gelb und weit auseinander. Oh, Rick. Hello there. Wie du vielleicht schon weißt, ist mein Name Rick. Ja, das steht so auf dem Bildschirm, ne? Falls du hergekommen bist, dann nehme ich mal an, würdest du gerne ein paar Herausforderungen erfüllen, nicht wahr? Das Problem ist nur, ich habe dich noch nie vorher gesehen. Du bist wahrscheinlich neu in dieser Stadt. Geh und besorg dir erstmal ein bisschen mehr Erfahrung in der Umgebung dieser Stadt. Und dann könnte ich es vielleicht in Betracht ziehen, dir ein paar Aufgaben zu geben. Müsst wahrscheinlich erstmal diese Team Magma, Team Aqua Quest oder sowas machen. Keine Ahnung. Biker. Oh Gott. Ich hasse es, solche Sätze zu übersetzen. Sphären. Also Kugeln, ne? Sphären sind der perfekte Halter für das Drehmoment. Also Sphären erhalten das Drehmoment am besten. Irgendwie sowas. Aber die Aerodynamik. Aber die Aerodynamik ist halt scheiße durch die ganze Reibung. Also deshalb sind Flugzeuge ja keine Kugeln, sondern pfeilförmig, aerodynamisch. Na? Gott, warum? Warum muss der so einen Satz dahin labern? Einfach nur, um mir das Übersetzen schwer zu machen? Ich kümmere mich darum, dass das Feuer anbleibt. Bonfire! Ja, Bonfire heißt
Bonfire heißt doch aber eigentlich Lagerfeuer, oder? Nicht so ein, was das ja immer sein soll, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Team Magma Cosplayer. Ich bin ein großer Fan von Team Magma. Blue for the win. Ja, blau gewinnt. Mein Gentle. Was ist denn Gentle? Vorsichtig. Nein, nicht vorsichtig. Zärtlich oder sowas, ne? Mein zärtlicher Tänzer. Sanft. Ja, sanft passt auch. Mein sanfter Tänzer. Alter! Warum ist immer so viel Erotik in diesem Spiel drin? Der Protagonist ist 10 Jahre alt. Könnt ihr mal euren scheiß Sex hier aus dem Spiel halten? Hey, Ruffy! Habt ihr Gear 5 gesehen? Gear 5? Also für die, die nicht auf dem Laufenden sind mit One Piece. Ruffy hat jetzt endlich seine Teufelsfrucht erweckt und damit Gear 5 freigeschaltet. Gab einen sehr, sehr interessanten Kampf. Also, könnt ihr euch mal angucken. Sah ganz lustig aus. Ist überall auf YouTube. Überall. Einfach mal One Piece Joyboy oder sowas eingeben oder One Piece Gear 5. Bitte erinnere mich oder bitte sag mir nochmal, warum ich eigentlich hier bin. Ich habe keine Ahnung, warum du hier bist, Junge. Woher soll ich das wissen? Hast dich wieder mal verlaufen, oder? Wahrscheinlich bist du Zorro hinterhergelaufen und der hat sich verirrt. Und dadurch bist du hier gelandet. Ich muss auch sagen, ich bin bei One Piece eigentlich gar nicht auf dem Laufenden. Ich habe das schon jahrelang nicht mehr gelesen oder geguckt. Aber weil das gerade überall über YouTube hingepflastert ist, habe ich das zufällig gesehen. So ein Bild von Ruffy, der so ein bisschen komisch aussah. Ich möchte jetzt nicht spoilern, der sieht ein bisschen anders aus in dieser Form. Und da stand halt fett da Joyboy. Und ich so, was? Joyboy? Was ist das? Drauf geklickt. Und mir das mal angeguckt. Sah ganz lustig aus. Teilweise sogar ein bisschen übertrieben, aber... Naja. Hat er was. Boah, das war ja aufregend. Klar. Klar war das aufregend. Du durftest gegen den Quadro-regionalen Champion kämpfen. Ein Rare Candy. Level 40er Taubsi, sowas werde ich nie verstehen. Wie soll ja wie so eine Starter-Pokémon mit Level 40 rumlaufen können? Also nicht Starter im Sinne von meine Beginner-Pokémon Low-Level, die in den Low-Level-Areas normalerweise sind. Sowas meine ich, ne? Wie solche Pokémon unentwickelt auf Level 40 rumlaufen können. Hallo, Alan. Könnten wir ein Interview haben? Klar. Nicht so passend, du. Das passt mir gerade gar nicht. Fällt mir gerade ein, ich habe mir extra, weil jetzt Sommer ist, ein paar Fruchtzwerge besorgt, um nebenbei ein bisschen was zum Naschen zu haben. Nee, Quatsch, wen verarsche ich? Die waren einfach beim Aldi reduziert. Die waren doppelt reduziert. Die waren gestern schon einmal reduziert und heute, weil das Wochenende immer näher rückt, wurden die nochmal reduziert. Und deshalb habe ich die geholt. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Ich habe einfach bloß Bock auf einen Joghurt. Ich habe schon Ewigkeiten keine Fruchtzwerge mehr gegessen. Ewig nicht mehr. Habt ihr das früher auch immer so gemacht? Mit diesem Plastikstäbchen oder Holzstäbchen in den Fruchtzwerg reinstechen und dann in die Tiefkühltruhe, bis es gefroren ist. Und dann hast du ein Fruchtzwergeis. Das ist mal geil im Sommer. Geht so richtig ab. Nun sind die scheiße klein, ey. Winzig. So, bist du zufrieden, Alan?
Ach, die hat ja noch eins. Kann ich weiter essen. Also, sag mir, wie habe ich abgeschnitten? Naja, 5 von 10. Bohem. Bohem und Boham. Okay. Bohemian Rhapsody? Ich bin der mit weniger Sicht. So, schlechtere Augen oder was? Und der andere hat wohl bessere Augen oder wie oder was oder wo? Oder warum eigentlich? Die Scheißdinger sind echt winzig. Wo ist mein Mülleimer? Verdammt, mein Mülleimer! Ich hab den vor uns ausgeleert und dann vergessen, wieder zurückzustellen. Naja. Wie dem auch sei, meinem Partner kannst du nicht entkommen. Boham ist dein Partner, oder was? Also Lebenspartner heißt das in dem Sinne, Baus. Ich kann dich sehen! Earthquake! Gut, dass ich mehrere davon habe. Was? Du Arschloch! Hat mich umgehauen. Ich habe keine Brille, mein Freund. Und trotzdem kannst du mich sehen. Grandios. Hast du gut gemacht. Ach, da, Boham. Ja, Boham, die Frau von Bohem. Bohemian Rhapsody. Ich bin diejenige in der Familie, die am weitesten in die Distanz gucken kann. Dafür bist du wahrscheinlich schlecht beim Lesen, hä? Das ist so, oder? Wenn man weitsichtig ist, dann sieht man gut auf Distanz, aber kann dann schlecht Sachen lesen, die zu nah dran sind, ne? Gibt's dann extra diese Lesebrillen für solche Leute. Und kurzsichtig ist natürlich dann andersrum. Ich bin ein bisschen kurzsichtig, aber ist nicht ganz so schlimm. Also man sieht mich ja ab und zu mal mit meiner Brille. Manchmal benutze ich sie, manchmal nicht. Für Spielen brauche ich sie nicht unbedingt. Fürs Autofahren aber schon. Zumindest steht so auf meinem Führerschein. Ich hätte damals einfach nicht mit Brille auftauchen sollen zum Foto für den Führerschein. Aber weil ich damals so blöd war und die Brille auf hatte und gesagt habe, ja, ich brauche wahrscheinlich eine Brille. Ist das jetzt so? Oh, Storm Drain. Dann Toxic. Nö. Paralysiert, was soll der Mist? Nicht paralysiert sein. Wenigstens unser Sohn etwas ein klein wenig weitsichtig. Ja, der Vater ist eine Blindschleiche, der Sohn ist ein bisschen weitsichtig und die kann ganz, ganz weit gucken. Oh, toll. Bin richtig stolz auf dich. Ninkada. Ist kein blaues Pokémon, oder? Ich glaube, ich bin gerade gegen irgendwas gelaufen.
Nee, doch nicht. Wallen? Wellen? Wailen? Wailen Smithers. Meine Sinne sind wie ein Vulkan. Was? 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 Wie können denn Sinne wie ein Vulkan sein? Sie schlafen die ganze Zeit, bis sie ausbrechen? Hä? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn? Ah, 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 ah. Und hier haben wir einen Dragoran. Wo kam das denn jetzt her? Und der zweite ist auch leer. Wir machen heute noch ein Türmchen. Wir bauen ein Türmchen. Wenn die Hitze kommt, fällt jeder... Verliebt sich jeder? Hat das mit ihren Sinnen zu tun? Meine Sinne sind wie ein Vulkan. Wenn die Hitze kommt, verliebt sich jeder. Was? Ich glaube, ich brauche eine Übersetzung für die Übersetzung. Was? Ich bin ein Ranger. Na, schön für dich. Was bist du denn für einer? Gott sei Dank. Nee, ach nee. Ach gut, ach gütiger Gott, du. Schau doch auf die Uhrzeit. Es ist... It's hammer time. Du, 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 du. Du, 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 du. Can't touch me. Du, 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 du. It's hammer time. Can't touch me. Oh Gott, ist das dämlich. Das ist doch dämlich. Warum lache ich darüber? Hast du Lust? Das ging schon wieder so voll pervers. Hast du Lust, zusammen mit Onkel Rooster aufzuleveln? Und Rooster heißt ja auch noch Hahn, weißt du? Und das ist ja auch immer so ein bisschen pervers, ne? Stell dir mal vor, die würden den Onkel Cock nennen, statt Rooster. Das wäre richtig schlimm. Immer diese sexuellen Anspielungen. Das Spiel ist merkwürdig. Oh Gott. Ich werde nach dem Kampf wahrscheinlich mal kurz zurück zum Pokémon Center teleportieren, damit das Geowatz wieder geheilt ist. Und dann flitzen wir schnell wieder her und zurück. Ich wollte es ja hier mit den Trainern noch ein bisschen leveln. Aber wenn es tot ist, dann levelt es nicht. Nicht wahr? Hauen wir uns noch einen rein. Echt winzig. Wie viel ist denn ein so ein Fruchtzwerg? Geht das irgendwo drauf? Wie viel das ist? $300 das ganze Ding. 6 mal 50 Gramm. Okay. 50 Gramm. Der schmeckt besser. Ist das Kirsche? Was war denn das hier? Oh, fuck. Garchomp. Was war denn das? War das Erdbeere? Bin mir nicht ganz sicher. Aber die Kirsche schmeckt besser.
Wenn das Kirsche ist. Ich glaube, es ist Kirsche. Ich bin so müde. Ja, wir gehen jetzt mal kurz heilen und dann kommen wir wieder zurück.